Was noch eine Aufgabe zu erledigen hier. So, dann wäre es das gewesen. Beeindruckend, Arkai. Aber ich habe weitaus mehr Bestien vernichtet. Erlaube mir eine Demonstration. Jetzt kommt die auch noch dazu. Vergiftet ihn da. Oder wir laufen einfach im Kreis. Betäubt. Wenn zu oft betäubt, würde ich sagen. Ja. Machst du mal Wache? Und den da. Ich kann da nicht mehr hoch, okay. Du bist am beschädigsten, deswegen werfe ich dir jetzt Steine an den Kopf. Och nö. Schon wieder? Als hätte ich was anderes erwartet, fällt mir gerade ein. Heldenhafte Musik. Und weiter im Kreis laufen. Yeah. Das hält den Kreislauf in Schwung. Ach komm. Na, ihr kriegt mich nicht. Ach komm. Fällt mir gerade was ein. Nee, das wollte ich gar nicht. Wo ist er denn eigentlich? Ich bin gerade vorbeigelaufen, oder? Da. Nee, was mir aufgefallen ist, war, ich wollte ihm noch eigentlich die andere Waffe geben. Ich wusste doch, ich habe was vergessen. Ich bin Styx, okay. Ausweichchancen werden nicht länger verringert oder Relikte betäuben. Kannst du noch was Sinnvolles? Nee. Jupp. Hin und zurück.
Huch. Was ist denn jetzt Arkai? Was ist Arkai? Okay, Scharfschütze. Und du darfst ihm hier mal kurz. Ja, da haben wir es auch bald geschafft, ne? So viel Energie haben die ja auch nicht mehr. Musst du eigentlich immer umfallen? Okay, du bist ja auch der Tank. Aus unserem Team. Da gehen ja die Gegner rauf, deswegen kriegt er auch das ab. Und jetzt darf er wieder labern. Oder er springt von selber runter. Gut, entweder kriegst du einen Schlag auf den Kopf oder du springst. Er gehört dir, Kumpel. Ah, Arkai. Ich bin berührt und amüsiert von deiner Wut. Aber was denkst du, mit dem Angriff auf den Turm erreichen zu können? Du machst es nur noch schlimmer. Nur ich habe die Macht, dein Volk zu retten. Aber wenn du mich tötest, wirst du es für immer verdammen. Zwerge, Elfen und Menschen werden euch jagen. Und die glücklichsten von euch werden den Rest ihres Lebens am Grund meiner Türme verbringen. Lustig, dass du das sagst, denn dort wirst auch du enden. Meine Brüder werden in der ersten Reihe sitzen, um dich verrotten zu sehen, bis ich sie erneut befreie. Ark, mehr Probleme aus dieser Richtung. Er ist schon wieder. Großinquisitor, ich habe euch schon erwartet. Oh, erwartet nicht zu viel von mir, Barryman. Ich bin wegen der Grün heute hier. Dein Schicksal interessiert mich nicht. Du nutzt die Inquisition für deine Zwecke, aber glaubst an nichts. Du bist ein Schandfleck für den Orden, den du selbst erschaffen hast. Ja. Deine Gier wird nur durch dein Ego übertroffen. Sieh dich an, Wicht. Glaubtest du nicht, du seist unbezwingbar, bevor sie erschienen? Hier gibt es nichts mehr zu retten. Nichts. Lass ihn los, Grünhaut. Das wolltest du doch, oder? Beende, was du begonnen hast. Ein Kampf erwartet uns. Dich und mich. Du verdirbst mir den Spaß, Zele. Es wird hier nicht enden. Ich werde euch töten. Euch alle. Zuerst musst du das hier überleben. Ja. Und jetzt Zilli. Alles zu seiner Zeit. Dieses Mal fliehst du nicht, sondern stirbst hier. Ich bin fertig. Ich bin hier und habe nichts anderes vor. Lass uns beginnen. Und noch ein Kampf hier drin. Oder auch nicht. Naja. Und ich auch.
Ist das jetzt wieder so eine Endkopfnummer oder ist das wirklich alles passiert? Mist, das Feuer breitet sich aus. Du musst dich beeilen oder niemand kommt hier lebend raus. Ja. Kämpfen wir jetzt noch oder nicht? Wir haben alles erledigt, nur das zählt, der Kampf. Wir werden kämpfen, wie es sich zu kämpfen gehört. Ehrenvolle Worte, Grünhaupt. So soll es sein. Du wirst in den Flammen brennen. So wie meine Schüler. Ach komm, das war vor 20 Folgen. Meine Kinder. Oder noch mehr. Auf jeden Fall hauen wir rein. Na dann wenigstens Gift. Komm. Im Fernkampf kriegt er einen Stein im Kopf. Ich kriege einen Stein im Kopf. Hier kriegt er halt nichts im Kopf. Gift. Den kann ich nichts machen. Hä? Du solltest die Maske aufbehalten, Inquisitor. Bin nicht sicher, ob sie noch passt, wenn ich mit dir fertig bin. Ich glaube, das war die Nummer sicher. So, raus jetzt. Oder kommt noch einer aus der Vergangenheit zu uns? Bewegt deinen Hintern, Kumpel! Okay. Und das war's. Auftrag erledigt. Abgesehen vom Unvorhergesehenen lief alles wie am Schnürchen. Muss schon sagen, nichts kann tausende Orks aufhalten, denen der blaue Himmel versprochen wurde. Angeführt von Arkais Vater sollte sich besser niemand in ihren Weg stellen. Es gleicht einem Erdbeben, wenn sie losrennen. Selbst deine Schreie könntest du nicht hören. Adek und die Magier haben den Turm entzündet. Neben dem Durcheinander wurde so auch ein Signal an das gesamte Imperium und die Inquisition geschickt. Irgendwas wie, alles hat seinen Preis, oder lebe und stirb durch das Schwert, wie auch immer. Das ja. Prinzip ist klar, irgendwas Orkisches. Die Moral der Geschichte, ich hätte mir den verdammten Fuß brechen sollen, als ich den Auftrag bekam. Aber ich wiederhole mich. Für Arkai war es schlimmer. Barryman war zwar ein Scheißtyp, aber sein Plan ging auf. Bald werden Armeen der Elfen, Menschen und Zwerge die Südländer angreifen. Nicht erst der Anfang der Probleme, aber wir haben einen Wendepunkt erreicht. Und er wusste es. Er war mittendrin in diesem ganzen Mist. Zumindest hat er seinen Vater gefunden und die Stärke, sich selbst zu finden und die Scherben aufzusammeln. Er kann seine Wut kontrollieren. Kein Grund mehr, sich Sorgen zu machen. Zumindest seine Familie. Und ich werde da sein. Der loyale Soldat, der ihn vor sich selbst beschützt. Oder es versucht. Versucht ihr. Wir sehen, wie du es versuchst. Ja, das war Of Orcs and Men. Ein Spiel von Spider Studios und Focus Home Interactive. Einem großartigen Studio, wie ich finde. Das sehr vielen Indie-Spieleentwicklern eine Chance gibt, um sie zu vermarkten. Also, so habe ich zumindest mitbekriegt, dass die einfach sagen, hey hier, du hast ein geiles Spiel, wir vermarkten das, wir bringen das groß raus, damit das mehr Leute kennen als nur deine Freunde.
Und das klappt. Ja, hier links laufen nochmal die ganzen Typen rum oder Damen und Herren rum, die dieses Spiel erschaffen haben. Ich fand es recht gut für einen unbekannten Plot. Auch wenn die Geschichte jetzt so ein bisschen, na, traurig ist sie eigentlich schon, weil eigentlich haben die Orks ja immer noch verloren, obwohl sie ja gegen die Unterdrückung gekämpft haben, aber das ist wenigstens realistisch, also wahrscheinlich ein bisschen zu realistisch. Denn wenn man dann den Bösen bekämpft und so, dann kann der auf die moralische Tube drücken, dann sind auf einmal die anderen gegen einen. Also es war schon recht durchdacht, würde ich sagen. Ja, und es hat mir auch Spaß gemacht, auch wenn ich das mit dem Rumlaufen von Styx irgendwie nicht ganz so prickelnd fand. Andererseits, draufschlagen und los geht's, ist auch nicht so, also draufhauen und gewinnen ist jetzt auch nicht so realistisch, von daher ging eigentlich, schön gemacht, schön realistisch, schön, auch die ganze Gegend war recht gut gemacht, ja. Die Zwischengeschichten in diesen Bildern hier unten, da, die fand ich jetzt ein bisschen langatmig. Also teilweise fand ich die Gespräche sowieso langatmig, aber es waren normale Gespräche, wie man sie wahrscheinlich auch in der Realität führen würde. Von daher ist es jetzt auch nicht so schlimm. Ja. Da ist es Focus Home Interactive, die sich auch die Namen gegeben haben, wie sie im Spiel auftauchen. Archivar, Quasar. Auch wenn ich nicht genau weiß, was es bedeuten soll dann. Aber Magierschmiede ist wahrscheinlich die Produktion, Entwicklung. Oder es sind einfach die Sprecher. Also alles in allem ein gut gemachtes Spiel, was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich danke für die Aufmerksamkeit. Oder es geht noch weiter.